they were back again to a revolution de démocratie. Wir fanden, dass sie uns wieder getroffen haben. Es ist so, dass die Institutionen oder der Staat eigene Aufgaben haben, aber die Zivilgesellschaft muss auch eigene Homework machen. Wir haben verschiedene NGOs eingeladen, damit wir diskutieren über die Lage, die wir gesellschaftlich haben. Faktisch, das Thema heute heißt Staat und Gesellschaft im globalen Zeitalter. Wie wir sehen, es ist so, dass verschiedene Parameter vorhanden sind. Etwa der ökologische Parameter zeigt, dass die Umwärmung der Gesellschaft das Ganze uns zwingt, nicht nur lokal zu denken, aber auch global. Die Immigration, würde ich sagen, so in letzter Zeit kennen wir etwas wie ein Phänomen Welt-Exodus stattfindet. Wie findet man, wie kommt es zustande? Es ist nicht einfach, das Ganze zu betrachten. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Weltordnung, die wir seit 70 Jahren ungefähr seit dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben, diese Weltordnung ausgedient ist. Sagen wir so. Jedes Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Und der Nationalstaat, wenn er sagt, die Vereinten Nationen und so weiter, und die Institutionen, die eben daraus gewachsen werden, diese Institutionen sind nicht in der Lage, Antworten zu geben zu Problemen unsererseits. Faktisch ist es so, wir wissen, die Krise in Ostukraine, man merkt, dass die Supermärkte miteinander sich nicht rechnen können. Wir sehen aber so, dass man hat gedacht, dass die Migration nur von Afrika nach Europa, Lampedusa ist ein Begriff, aber im Endeffekt, the small snake, man sagt, es gibt den Spruch, the green snake doesn't forget the attitude of Biden. Wir merken, dass auch im eigenen Haus, in Europa, sagen wir, die Immigration das Problem geworden ist. Mein Freund, das Problem von heute, wie wir uns getroffen haben, heißt, welcher demokratische Gesellschaftsvertrag und welche Strategie wären im globalen Zeitalter zweckmäßig, um ein Gleichgewicht zwischen Afrika, Europa und der Welt zu initiieren. Wir haben, wenn ich sage wir, das ist die bunte Gesellschaft, wir haben zunächst Beno Jean-Pierre et Peter zum Applaus. Ein großer Mann in Belgien. Er hat viel geschrieben und so weiter. Er kennt sich aus mit Afrika und wenn wir über Afrika reden, das ist die Diversität. Und die afrikanische Diversität ist wie eine andere Form der Diversität, die nicht wie die Diversität der Homogenen. Und wir haben ihn eingeladen, dass er uns einen Standpunkt uns gibt und zu wissen, wie wir diskutieren können. Bitte, Jean-Pierre und Bellou. Und auf der anderen Seite, wir haben geopolitisch unser Freund Sarr, ist aus dem Senegal, Dr. Magister Sarr, wohnt in Wien. Ist nicht von weit gekommen, nur von Afrika ist er weit gekommen, aber es ist einer von uns. Ja. Und bitte zum Applaus, bitte. Auf
Martin Desar, wir haben Magister Simone Brenner, der ist Vorsitzender von ENERA, European Network Against Racism. Und die ist auch eingeladen, teilzunehmen, aber sie ist notwendig. Man mag den Desar auch ohne Frage, es ist notwendig, dass die Frau mit mir. Wie Sie wissen, zivilgesellschaftlich in diesem Land gibt es Stimme, es nicht da, hat mir gesagt, dass er heute Abend nicht da sein konnte, Dr. Turger. Und aus seinem Schuss hat uns zwei Löwen geschickt. Also, oder Bären, meine Frage. Bären, ja, das ist gut so, ja. Und mit Karierten, das ist er. Kaikichi. Ist das der Name? Das ist der Nachname. Dogan, ne? Dogan, ja, genau. Dogan. Genau. Ja, Dogan ist auch okay. Mit dem Flair und Pol von Erdogan. Ich heiße nicht so. Ich heiße Dogan nur. Gut. Hier haben wir auch unseren Freund. Der ist mein Bruder. Mein Bruder, der türkische Bruder. Kaikichi. Also Mohammed Kotagichi. So, das ist kulturell, das ist ein Problem. Bitte, Applaus. Das ist unsere Vertrauen. Claire, sie ist Französin. Und die wir übersetzen. Kommen wir zur Sache. Ich wiederhole die Frage, dass man sagt, ich habe nicht gut gehört. Welcher demokratische Gesellschaftsvertrag und welche Strategie wären im Bereich sedanter, zweckmäßig, um ein Gleichgewicht zwischen Afrika, Europa und der Welt zu initiieren? Merci. Vous avez. J'ai traduit la question. Oui. Oui. Mm-hmm. Quel contrat social et démographique doit être quel conclu. Quel contrat social de la démocratie vous allez nous proposer. Pardon. Et démocratique doit être conclu entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Ah oui. Pour une coalition entre les fronts de libération nationale. Au sud comme au nord, pour lutter contre ce que Suzanne Georges appelle les usurpateurs. Contrairement aux apparences, le nord et le sud sont dans les griffes des mêmes vampires dénommés multinationales ou entreprises transnationale. Mais malheureusement, au sud comme au nord, on s'informe tellement peu qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour pouvoir faire face à ces usurpateurs qui sont en train de disqualifier les pouvoirs légitimes pour pouvoir prendre toute la place. Donc, contrairement aux apparences, on présente les choses comme si c'est le Sud qui vient au Nord. Or, le Nord va aussi au Sud. Et le Sud a toujours été un marché prolifique pour le Nord depuis la nuit des temps. Also, es müssen sich die verschiedenen Befreiungsfront also im Norden und im Süden zusammenschließen, um gegen die sogenannten Vampiren also entgegenzustehen. Die Vampiren, die gleich sind im Norden wie im Süden, sprich die sogenannten Betrüger, sprich sogenannte multinationale große Firmen. Es ist auch so, dass Nord und Süd voneinander abhängig sind. Die Leute vom Süden kommen zum Norden, aber Leute vom Norden kommen in den Süden und brauchen auch den Süden als Markt, als Partner.
Und es fehlt eine Organisation von diesen verschiedenen Befreiungsfront im Norden und im Süden, um gegen den gemeinsamen Feind, oder also gegen diese sogenannten Betrüger, zu kämpfen. Et pour revenir à la question de l'immigration, j'ai intitulé mon texte « L'immigration et l'avenir de l'Afrique ». Mais j'aurais pu aussi dire « L'immigration et l'avenir du monde ». Pourquoi ce titre? Parce que ce titre défraye la chronique depuis longtemps. Et la vérité sur les causes structurelles de l'immigration ne sont pas, elle n'est pas partagée avec les populations de la base. On voudrait tout simplement opposer les pauvres de l'Europe aux pauvres ou aux appauvris qui viennent de l'Afrique et d'autres coins du monde pour qu'ils soient en confrontation permanente afin qu'ils oublient leur véritable adversaire. Je prends un exemple. Un article d'un professeur d'université en sociologie aux États-Unis, 40 ans d'immigration dans les médias en France et aux États-Unis. Le nom du professeur, c'est Rodney Benson. Qu'est-ce qu'il dit ? En étudiant la question de l'immigration à travers les médias, il se rend compte qu'on se limite aux causes culturelles. Et de temps en temps, les hommes et les femmes politiques de l'extrême droite en font leur chou pour pouvoir gagner les élections. Mais souvent, au niveau local et au niveau national, mais souvent, ils ne vont pas aux causes structurelles de l'immigration. Ja, also ich habe ein Buch geschrieben, wo es heißt, also Ein- und Auswanderung ist die Zukunft Afrikas, aber ich würde sagen auch Ein- und Auswanderung ist die Zukunft der Welt. Dabei ist es wichtig zu erklären, und das tut man sehr selten und nicht genug, die strukturelle Ursachen zu betrachten. Und zwar, es gibt ein sehr interessantes Artikel, geschrieben von einem amerikanischen Soziologen, mhm. Rodney Benson, wo, wenn man beobachtet, das Bild von Einwanderer in den Medien, merkt man, dass hauptsächlich nur die kulturellen Kausen, also die kulturellen Ursachen betrachtet werden und dass man sie eigentlich, dass man dieses Phänomen nur instrumentalisiert, wenn Wählen irgendwann kommen. Dabei ist es wichtig, die strukturelle Ursachen zu betrachten. Voilà, par exemple, ce qu'il écrit. En ce qui concerne les États-Unis, plus de 250 000 personnes qui ont péri lors des conflits au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua, tués essentiellement par les escadrons de la mort et des forces militaires entraînées, soutenues, armée par les États-Unis, cette cause n'est pas soulevée. On n'en parle pas. Et oui. Man spricht zum Beispiel nicht, dass also es wird zum Beispiel geschwiegen, dass die Vereinigten Staaten betrachtet, mehr als 250.000 Personen sind infolge von Konflikten in Guatemala, Salvador und Nicaragua gestorben und wurden eigentlich von die sogenannten Tote, so Milizen des Todes umgebracht. Und diese militärischen Kräfte sind
eigentlich unterstützt von den Vereinigten Staaten. Und das, das hört man auch nicht oft, oft genug in den Medien. Und jetzt habe ich, sage ich etwas, die ich vergessen habe zu übersetzen, was auch wichtig ist, dass es wird oft in den Medien, also Armen gegen Armen zusammengespielt, ja, Armen der Süden gegen Armen, Armen im, im Norden, um das Wichtigste vergessen zu lassen, also und zwar, dass, wogegen kämpft man und was ist das eigentliche Feind. Il ajoute. Der eigentliche. Qu'en 1993, un accord de libre-échange a été conclu entre les États-Unis et le Mexique. Cet accord prétendait qu'il serait capable de pouvoir enrichir les Mexicains. Mais ça n'a pas été le cas. Les Mexicains qui sont allés et qui ont accepté de s'intégrer dans cet accord, se sont de plus en plus appauvris, et quand ils ont immigré vers les États-Unis, ils se sont vus confier des petits boulots que les Américains n'acceptaient plus de faire. Donc qu'est-ce qui s'est créé à ce moment-là? Les Américains de souche ou qui veulent être de souche abandonnent leurs petits boulots, les immigrés prennent les petits boulots et ils sont payés 1 dollar ou 2 dollars de l'heure. Ils sont payés trop peu cher. Pourquoi? Parce que c'est une exploitation moderne. On pourrait même dire que c'est de l'esclavage moderne. Mais de ces causes-là, on ne parle pas. Donc, il y a le soutien des guerres qui se font au sud. Il y a les accords de libre-échange qui créent le chômage, la précarité, la faim, la misère, et tout cela est fondé sur les principes du néolibéralisme qui sont la concurrence et le, la compétitivité. La concurrence et la compétitivité qui orientent vers la guerre de tous contre tous. Ja, ein anderes Beispiel ist diese sogenannte wirtschaftliches Abkommen zwischen Amerika und Mexiko, die das angeblich Wohlstand hätte gebracht, hätte bringen sollen zu den Mexikanern. Es ist natürlich nicht zustande gekommen, im Gegenteil. Es, ist, es hat zu einer Verarmung des Landes, also von Mexiko geführt. Die Folge davon sind natürlich also die Mexikaner immer mehr nach Amerika eingewandert. Und haben da natürlich wie immer die schlecht bezahlten Jobs genommen. Und das alles ist, warum geht es? Also worum geht es? Es geht eigentlich um diese zwei Prinzipien, also von Neoliberalismus, Wettbewerbsfähigkeit. Und das alles hat eine Folge, das ist also diese Prinzip von Neoliberalismus ist der Krieg von allen gegen allen. Et ce qui est dit là peut aussi être appliqué à l'Afrique. Je prends un exemple. Il y a eu des accords de partenariat monétaire et économique conclus entre plusieurs pays européens et plusieurs pays africains. Mais à quoi cela a-t-il abouti? On a demandé aux pays africains de ne pas tarifer les exportations européennes en Afrique au prix du marché officiel. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a eu sur le marché africain des produits agricoles, par exemple, des matières premières, subventionnés par l'Union européenne, et ces produits ont inondé les marchés africains. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Comme les produits subventionnés par le Nord coûtent peu cher sur le marché africain, les produits africains ne sont plus achetés. Et les villageois organisent les zones rurales parce que ce qu'ils produisent
ne coûtent presque rien sur le marché. Ils organisent l'exode vers les villes. Et comme en ville, il n'y a rien à manger, et qu'en ville, ils voient à la télévision qu'il y a quelque part un Eldorado qui se situe au nord, ils se disent non. Au lieu de mourir de faim en restant au village, notre produit agricole ne coûte plus rien sur le marché. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons là où nous pouvons trouver à manger, à boire et où nous pouvons mieux vivre. Mais quand ils arrivent là où ils peuvent être, mieux vivre, ils sont utilisés pour cueillir les pommes, pour faire ceci, pour faire cela. C'est des petits boulots qui ne leur permettent pas de pouvoir vivre dignement. Mais ils font un choix. Qu'est-ce qu'il faut? Mourir de faim, de guerre et de précarité en Afrique ou venir avoir un petit boulot qui permet quand même la survie, même si c'est une forme d'esclavage moderne? Ils choisissent ou de mourir dans la mer, ou de venir au sud et au nord pour pouvoir bénéficier de ces petits avantages. Donc vous comprenez que certains Européens, certains Américains qui ont étudié cette question à fond, viennent, il y en a deux, et je cite Noam Chomsky et André Blechek, ils ont produit ce petit livre, L'Occident terroriste, d'Hiroshima à la guerre des drones. Et quand vous lisez ce livre, vous rencontrez un texte comme celui-là. Ja, und dieses Beispiel genau von Mexiko, von Nicaragua, von Guatemala, also diese Ausbeutung von den Vereinigten Staaten in, also mit Südamerika, kann man genauso extrapolieren nach Afrika, wo europäische Länder Abkommen geschlossen haben mit afrikanischen Ländern, und zwar zum Beispiel über die Landwirtschaft, dass zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte, die importiert werden aus Europa, nicht, also spezielle Tarife bekommen. Und weil sie natürlich in Europa subventioniert sind, sind sie billiger als in Afrika. Und dann hat man das Phänomen, dass die afrikanischen Produkte teurer sind auf dem Markt als die europäischen Produkte. So hat man die Konsequenz, dass die Leute das Land verlassen, weil sie nicht mehr davon leben können. Die kommen in den Städten, wo es keinen Job gibt, wo es auch nichts zu essen gibt. Und sie sehen dann am Fernsehen, sie hören von diesem Eldorado weit im Norden und denken sich, bevor ich jetzt hier sterbe, versuche ich lieber mein Glück und gehe das Meer und versuche das Meer zu queren, um nach Europa zu kommen. Ich werde lieber am Meer mit Ehre und würde sterben, als hier in der Stadt zu vegetieren und nichts machen zu können. Und genau, na, ich bin noch nicht fertig, weil jetzt das Buch. Ja, und so ist es, und deswegen bin ich dann auch, ich sage ich, für Jean-Pierre natürlich, bin ich dann zu diesem Buch gekommen, geschrieben von Noam Chomsky und André Vlček. Der Terroristenwesten von Hiroshima zu dem Drohnenkrieg. Und dann versteht man auch, worum es geht. Also, wir freuen uns für diese Darstellung, dass wir auch die das übersetzt haben. Das ist ja. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihr Standpunkt zu Nord-Süd? Welche Gesellschaftsprojekte in Afrika hätten anbieten können? Wie kann es gemacht werden, dass diese Welt in der Harmonie leben kann? Welche Gesellschaftsvertrag würden Sie vorschlagen? Also drum dran, was sagen Sie? Sam mit sehr vielen Details erklärt eigentlich, worum es geht. Ja, wegen seiner Meinung zum Beispiel. Das werden wir ja sehen. Ja, aber er hat schon erklärt, einige Mechanismen, die
zeigen, also wie das funktioniert. Ja, also mit einigen Beispielen. Aber ich glaube, das ist eigentlich viel komplexer. Ja, weil das ist Machtpolitik, das ist Herrschaftspolitik, die die Europäer, die Amerikaner jetzt auch mittlerweile, seit sie Afrika kennen, betreiben. Also wir haben den Sklavenhandel gehabt, wir haben den Kolonialismus gehabt, wir haben den Neokolonialismus gehabt. Heute sagt man Postkolonialismus, aber Postkolonialismus würde ja heißen, der Kolonialismus ist ja zu Ende, aber es ist nicht zu Ende, weil die Mechanismen sind die gleichen. Ich würde sagen, enfin, voilà, les rapports de force étaient très importants, il faut reconnaître. Enfin, c'est pas que en politique l'Afrique, c'est comme une belle femme, enfin, on la laisse pas seule, enfin, si elle n'est pas forte. D'accord avec lui, mais à quel dans quel ordre faut-il avancer? Il faut d'abord connaître l'autre. Quelles sont les armes que l'autre utilise pour aller vers la belle femme? Ça, c'est une première chose à faire. Une deuxième, partager les envies de ceux qui vont vers cette belle femme avec les masses populaires. Qu'elles sachent aussi ce qui se passe réellement pour pouvoir les transformer petit à petit en masse critique capable de renverser les rapports de force. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de dire l'Afrique est une belle femme, elle a tout, et dans notre temps, tous les fils et toutes les filles et tous les fils de l'Afrique sont tués, ils viennent vers le nord et l'Afrique se vide de ses intelligences qui, quand elles arrivent au nord, ne sont pas bien vues. Hein? On va croire que tous ceux qui viennent au nord, ce sont des déchets de la rue, des gens qui ne valent plus rien, qui veulent chercher ce qu'on appelle dans l'une des langues du Congo, le Bomengo, alors qu'il y a des gens qui abandonnent leur famille, leur culture, leur civilisation pour chercher à mieux vivre à partir des mécanismes structurel, orchestré par le Nord. Donc, je peux traduire? Oui, bien sûr. Alors, die Bukasa hat Afrika verglichen mit einer schönen Frau. Oh. Und darauf, oder? Ja, und daraufhin hat Jean-Pierre gesagt, ja, aber es ist wichtig, erstmal diese Frau zu kennen und die Waffen der Frau zu kennen. Die Vorteile, weil sie hat ihre Geschichte, ihre Wünsche und daraus auch eine, nicht nur einfach so eine attraktive Entität zu machen, sondern ein kritisches, so habe ich das verstanden, ein kritisches Wesen, eine kritische Masse. Genau, das ist ja das Gedanke, es geht also um die Masse zu erziehen und zu kritisieren. Weniger Gesellschaftsvertrag wurde Afrika präsentiert. Bitte. Wieso? Ich habe keinen Vertrag. Ne? Ich habe keinen Vertrag. Vertrag bedeutet, welche Freiheiten verständlich, ja. Ja. Welche Freiheit verständlich, sowohl gesellschaftlich, aber auch staatlich, wird die Vergesellschaftung irgendwie initiiert werden? Das war ein Frieden. Nein, das was ich meine. Das ist eine schöne Frage, respektiert wird. Nein, man muss es klarstellen. Ja, wir haben den Kolonialismus gehabt und wir haben weiterhin Abhängigkeit zu tun. Ja, das heißt für mich, ja, Sie sagen ja die ganze Zeit, Afrika ist unabhängig. Die Kolonien sind jetzt unabhängig, das sind keine Kolonien mehr. Und ich sage, die sind nicht unabhängig. Das heißt, der Abhängigkeitsprozess ist abgebrochen worden und man muss diesen Prozess wieder beleben. Das heißt, sie müssen sich emanzipieren von Europa. Und da treffen wir uns eh wieder zusammen. Ja, weil es muss etwas unternommen werden. Für mich ist das der erste Schritt Richtung, also diesen Vertrag, den du meinst. Ja. Aber Vertrag, ich weiß es nicht. Ja. Wenn die Europäer immer bestimmen, wie der Vertrag auszuschauen hat, dann haben wir weiterhin das gleiche Problem. Das heißt, beide müssen auf Augenhöhe entscheiden oder durch Verhandlungen entscheiden, so wie das ausschaut.
Und so werden wir also unsere Beziehungen jetzt gestalten. Aber da sehe ich nicht rosig, ja, wie die Welt jetzt ausschaut. Ja, weil die, das ist diese Asymmetrie, die herrscht eigentlich in den Beziehungen. Europa, die USA, die sind in der Lage, und das tun sie auch weiterhin, immer und überall militärisch zu intervenieren, Embargos zu machen, Ultimaten zu stellen. Also sie entscheiden. Ja? Das heißt, wir müssen uns in die Lage versetzen und versuchen, uns in die Lage zu versetzen, selber zu entscheiden. Aber das ist ein Prozess, der sehr lange dauern kann. Ja? Weil die Strukturen müssen vollkommen weg. Und da weiß ich nicht, bin ich bei Fano zum Beispiel. Ja, wir haben gestanden, wir kommen zur Diskussion später. Jetzt bin ich bei meinen beiden Kollegen hier. Sie sind beide aus der Türkei, Michael. Nein, ich bin aus der Türkei. Nein, ich bin aus der Türkei, er nicht. Okay, woher bist du, mein Vater? Ja, ich bin ein Wiener, ein angelernter Wiener. Angelernter Wiener? Angelernter, ja. Fast ausgelernt. Schon fast ausgelernt. Okay. Ja. Ich bin geboren worden in Serbien, in der Stadt Novi Pazar, das ist die Region Sandžak, das ist im Süden Serbiens. Gut, ich war gerade zu dem, was man gesagt hat letzte Tage. Gemeinsam für Wien. Genau. Das ist ein neues Projekt, jetzt zivilgesellschaftlich. Und es spricht etwas Demokratisches, etwas diversitär. Und du bist also total, ist irgendwo anders. Und aus dem Schuss der Immigration sind wir etwas Neues. Und ich würde auch dieselbe Frage stellen. Wenn ihr zivilgesellschaftlichen, welche Vertrag würden Sie vorschlagen, damit überhaupt Frieden herrscht? Wir merken sogar die Sache des Asyls oder Immigration, dass der Staat nicht mehr Lösung findet. Also der Nationalstaat ist ausgedient. Sagen wir so. Der Nationalstaat ist ausgedient, aber auf der anderen Seite, der Nationalismus, also Nationalismus in reiner Kultur, ist am Überholspur. Das ist eine Dichotomie. Was sagt ihr? Bitte. David. Moment. Du, bitte. Ich denke, dass Europa leider zu einer Festung geworden ist, zu einer Festung und teilweise zu einem Opfer des eigenen Neoliberalismus, auf den Zug man vor langer Zeit leider aufgesprungen ist. Und die Lösungsvorschläge sind leider eben aus den rechtspopulistischen Parteien, die Migranten, die Flüchtlinge sind unser Problem. Und das gilt es zu beheben und da gilt es einen Riegel vorzuschieben, die Grenzen zuzumachen. Ich lese, Heinz-Christian Strache möchte auch in Österreich einen Grenzzaun ziehen und er erwähnt aber nicht, dass das Problem der Migration bzw. das Phänomen der Migration... Was bringt diese gemeinsam für Wien Neues? Ist noch wieder Demonstrator stärker zu machen? Oder was kommt Neues hier? Ganz im Gegenteil. Wir müssen einsehen und uns klar machen, dass wir teilweise selber für diese Phänomene verantwortlich sind. Und dass wir diese großen Flüchtlingswellen im Prinzip durch unsere geopolitischen und teilweise machtpolitischen Interessen selber auslösen. Und gemeinsam mit Wien sind sich jetzt natürlich nicht als nationale Bewegung. Aktuell sind wir nur auf Wien begrenzt und konzentriert. Und daher haben wir jetzt auch keine außenpolitischen Meinungen, aber natürlich eine Privatmeinung darf ich zu diesen Themen schon haben. Gemeinsam für Wien sieht genau diesen Punkt besser gemeinsam statt gegeneinander, besser gemeinsam statt einsam. Denn im Moment versucht man rechts gegen links, links gegen rechts auszuspielen und wir wollen diese Strukturen und diese Mechanismen komplett durcheinander bringen. Wir sehen uns nicht als eine reine Migrantenbewegung, wir sehen uns nicht, am Anfang wurden wir als Türkenliste bezeichnet.
Ich bin leider kein Türke. Wir haben Afrikaner in der Liste, wir haben Rumänen in der Liste. Hm. Man will nicht fremd bleiben. Ne? Nein, ich denke, also bezüglich Afrika, wenn ich was dazu sagen kann, ich denke, wenn man das Euro abschaffen würde, also das Geld, nicht Euro jetzt direkt, dann wäre ein Weltfrieden herrschen, denke ich einmal. Aber ohne dem Geld können wir leider nicht heutzutage. Und als Entschädigung sollten wir das Geld abschaffen, meine ich. Das Geld, aber das würde ja nicht funktionieren heutzutage. Aber meiner Meinung nach, erstens müssten wir mal, glaube ich, Entschädigung gegenüber Afrika mal zahlen, denke ich einmal. Und einen Vertrag mit Afrika sollte man weltweit, glaube ich, schließen, damit man das Land nicht, Hochachtung ausbeutet, sondern richtig fair bezahlt und fair sie angeht, weil im Endeffekt leben wir alle im selben Welt, ja? Wir alle atmen die gleiche Luft, wir sehen alle die Sonne gleich, es ist nicht anders, und wenn diese Bewegung von unserer Seite aus zum Beispiel auch, was gemeinsam für Wien heißt, stattfindet, ist einer der Gründe, weil die Bewegung hier insgesamt zum Beispiel in Wien zu dem geführt hat, dass da wahrscheinlich eine Liste auch dann erstellt worden ist, von unserer, also von Dr. Tulle Taschkran, der auch natürlich viel Buntes in der Liste haben möchte und das auf jeden Fall unterstützt, und ohne irgendeine Meinung von einem anderen zu holen, wird nichts in der Gruppe beschlossen. Ja, Frau Simone, Sie sind auf der Network Gent Fascism. Sie haben gehört, was die Herrschaften hier gesagt haben. Haben die gut gelogen? Wie ist die Sache? Wie ist mit dem österreichischen Nationalismus? Das ist die Aufforderung, weiter zu lügen. Wie ist es? Wie Nationalismus überwunden und da Menschen eine bunte Perspektive anbieten? Oder was ist für Ihr Standpunkt eine Perspektive für eine Zivilgesellschaft? Ja, ich glaube, selbstverständlich wäre es erstrebenswert, dass wir diesen Nationalismus nach all seinen Folgen überwinden, sukzessive. Ich denke, dass sozusagen die emanzipatorischen Prozesse, die jetzt im Kontext von Afrika angesprochen worden sind, und da bin ich sehr froh darüber, dass die natürlich genauso oder auch in einer veränderten Art für Europa gelten. Wir merken zum Beispiel, oder man kann es natürlich auch auf einer Nord-Süd-Achse aufspannen, aber wir merken zum Beispiel, dass wir mit unserem demokratischen, demokratiepolitischen Potenzial im Grunde am Ende sind. Ja, wir können in dieser Form europäische Probleme nicht mehr lösen. Ja, mit dieser Demokratie, die wir mit dieser Praxis, die wir momentan haben, sind wir im Grunde genommen handlungsunfähig geworden in Europa. Das heißt, wir haben ein tiefes demokratiepolitisches Defizit. Und Immigration oder Migration, wäre natürlich ist eine Ressource und ist eine Kompetenz, die dieses Defizit sozusagen wieder die ein Input sein könnte, damit sich diese Demokratie wirklich wieder zu einer Demokratie auf einem Kontext der Menschenrechte entwickelt. Ja. Wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Ja. Wir sprechen in unserem Naturalisierung, sprechen meistens oder meistens das Kapital, meinen aber nicht die Mentalität. Aber ich denke, wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Und wir müssen uns auch dahingehend entwickeln und emanzipieren, dass wir eine dementsprechende politische Mentalität entwickeln. Das gilt aber sicher genauso für Afrika wie für Europa. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, weil hier immer sozusagen die Referenz auf den Kolonialismus passiert. Immer in jeder Diskussion, die ich kenne, wenn es um Afrika geht, ist das Referenzereignis immer der Kolonialismus. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar. Es erzeugt aber etwas, womit ich ein bestimmtes Unbehagen habe. Es erzeugt relativ automatisch immer die gleichen Täter-Opfer-Strukturen, ja, und Täter-Opfer-Diskurse. Und wir wissen immer, wer auf der einen Seite steht. Es ist ganz schwierig, sich aus Täter-Opfer-Strukturen zu emanzipieren. Da können wir wieder zu der Frau zurückkommen. Ja? Wenn ich sozusagen immer von dieser schönen, unterdrückten Frau spreche,
dann ist es eine Einladung, sie weiterhin zu unterdrücken. Wenn ich jemanden immer zum Opfer erkläre, ja, wenn ich immer ein Narrativ, ein Opfernarrativ führe und es auch teilweise selbst führe, als Referenzereignis, dann bleibe ich genau strukturell auf dieser Ebene. Dann sind emanzipatorische Prozesse ganz, ganz schwer möglich. Ein schöner Vorschlag für etwa eine andere Gesellschaftsvertrag zu nennen. Nennen wir das Ganze beim Namen. Ich denke zum Beispiel, dass das Afrika so eine reiche Geschichte ist. Also die Demokratie des Westens ist eine Demokratie, die sich auf Volksnationen beruht. Volks und Nation ist etwas kongruent. Es ist mit anderen Worten, Volks, auch wie es in der Verfassung stipuliert wird, also Mensch, der Mensch, der in der Verfassung stipuliert wird, ist nicht der Migrant, ist nicht der Asylwerber, ist nicht. Und diese Situation ist bis jetzt also die Tatsache. Nun, Sie haben auch gesagt über die internationale Konvention, wo man Mensch als Mensch zu sehen ist. Das heißt, wollen Sie, dass die Verfassung wieder geschrieben wird, dass ein Mensch aus der Türkei, Serbien, dass ein Mensch wie Sprache zu betrachten? Da muss man die Verfassung wieder schreiben. Oder sind Sie da anderer Meinung? Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Was ich nur meine ist, dass wir vielleicht viel mehr wissen sollten und viel mehr austauschen sollten, was die Kompetenzen zum Beispiel Afrikas betrifft und was zum Beispiel die hohe Kultur eines kollektiven Gedächtnisses betrifft. Ja? Wir sind in Europa sehr reduziert auf unsere auch Herrschaftspraxis der Geschichte. Ja? Und genau diese Herrschaftspraxis reproduzieren wir in allen Diskursen des Kolonialismus. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sozusagen diese hohe Kultur, ja, diese hohe Gedächtniskultur, die auch eine hohe politische Kultur ist, dass wir davon mehr lernen können und dass wir hier einen anderen Austausch auf Augenhöhe haben. Ja. Weil sonst werden wir ganz sicher nicht weiter. Eine Wunschvorstellung, da komme ich an, euch beide. Kann man mit einem Afrikaner abhören, die haben noch nicht eine, wie sagt man, die respektieren die Romage. Und daher, jene, die auch im Ausland sind, sind nicht respektiert. Man hatte der Afrikaner, verraten von den Afrikanern selber, und deshalb ist das schon so. Welche Gesellschaftsvertrag kann der Afrikaner heute anbieten, dass die andere Welt annimmt, dass es gut ist wieder? Ich will schon zu einem Punkt zurückkommen, also das mit dem Kolonialismus. Man kann es nicht ausblenden. Das sind so tief, also in Afrika, bei den Afrikanern, weil wir sind ja kulturell so weit kolonisiert, dass wir eh hier sitzen. Das muss übersetzen, also von welchen Instanzen und so weiter. Also du redest nicht deine Sprache, Muttersprache, ich kann sie auch nicht hier verwenden. Ja, manche verwenden wir eben die Sprache, die man uns auferlegt hat und eben während der Zeit des Sozialismus. Und wie gesagt, die Abhängigkeitsstrukturen sind noch da. Ja? Also sich emanzipieren. Also das heißt, wenn wir uns von dieser Herrschaftspolitik emanzipieren, also gleichzeitig die Europäer oder die diese Herrschaftspolitik betreiben, sich von ihren Herrschaftsvorstellungen befreien, ja, damit wir eben einen globalen Transformationsprozess haben können, damit wir dann weiter miteinander weiter reden können, beziehungsweise verhandeln, Geschäfte machen, miteinander reden. Das sind ja Wünsche, die wir, glaube ich, eh alle hier haben, in eine friedliche Welt zu leben. Ja, aber das haben wir. Wenn wir ein bisschen zum Publikum, gibt es eine Frage. Ne? So, ein Bindereiger, ja, der afrikanische Bekongolesen da. Was sagen Sie? Association in. Monsieur Mbeloum, d'abord merci pour l'exposé. Et Bumba. Je m'appelle Bumba, le président de l'Association des Congolais en Autriche. J'ai une petite question à vous poser. N'eût été la colonisation, l'immigration et les multinationales, comment aurait été l'avenir de l'Afrique? Du moins, pour mieux dire, l'avenir du monde.
gewesen. D'abord, c'est une question qui ne devrait pas se poser parce que l'Afrique aurait eu son développement à elle. L'Afrique, c'est une civilisation millénaire. C'est l'histoire telle qu'elle est contée par les vainqueurs de la Deuxième Guerre froide qui essaient de présenter l'Afrique sous le jour des mendiants, des quémandeurs, de je ne sais quoi. Non. L'Afrique, c'est une civilisation millénaire. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Pourquoi sont détruits Tombouctou? Pourquoi est-ce qu'on est en train de détruire les musées là-bas, les livres? On veut arracher l'Afrique à sa culture. Ça, c'est la 2. Il y a un livre très intéressant. Vous savez l'avoir sur Internet. Il suffit de taper le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Il répond mieux que moi à cette question-là. Coloniser les gens. Le fouetter, leur dire vous êtes des païens, vous devez vous convertir au christianisme, le christianisme c'est-à-dire la civilisation occidentale, leur construire des écoles et des hôpitaux parce qu'ils doivent être une main d'œuvre corvéable à merci, ça ne signifie absolument rien, c'est les abrutir, c'est les abattardir. Das ist eine falsche Frage, weil sowieso Afrika hätte ihre Entwicklung gehabt. Afrika hat eine tausendjährige Geschichte, Zivilisationen. Und warum zerstört man jetzt heutzutage Tombuktu? Warum zerstört man heutzutage manche Teile der Kulturerbe Afrikas? Ich sage nur, überhaupt, bevor Europa existiert hat, hat Afrika existiert. Und das vergisst man sehr oft. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass zum Beispiel Reichtümer, Königreiche haben mit Europa verhandelt, wie heutzutage auf der gleichen Ebene. Das heißt, es wurden zum Beispiel Botschafter nach Europa geschickt von zum Beispiel Königreich, also in Mali, wie wir kennen, das große Königreich, le Royaume Mandé. Das ist aber jetzt außerhalb der Übersetzung. Genau, also, ne? Also weil der fragt mich auch, was ich meine. Also deswegen füge ich das hinzu. Si nous voulons, nous souhaitons que l'Afrique et l'Europe aillent de l'avant main dans la main, on doit pouvoir rétablir les règles d'interdépendance. Qu'est-ce que nous voyons à travers l'histoire? L'Europe et l'Amérique du Nord se sont bâties à partir de l'Afrique. C'est nous, j'exagère peut-être, c'est nous qui avons bâti. Les États-Unis, ce sont nos aïeux qui sont allés travailler là-bas. Une bonne partie de l'Europe a été bâtie par les Africains. Les matières premières de l'Europe ont aidé à bâtir l'Afrique. Alors nous devons, quand nous nous rendons compte que nous avons mutuellement besoin les uns des autres, et essayons de créer, de mettre les principes d'interdépendance. Oui. Genau, man muss auf jeden Fall, wenn man erkennt, dass man voneinander abhängig ist, sollte man die Prinzipien der gegenseitigen Abhängigkeit wirklich wiedererkennen und anwenden. Vereinigte Staaten, Europa, wurde im großen Teil gegründet mit der Kraft der Afrikaner, durch die Afrikaner. Ressourcen haben, also Ressourcen aus Afrika haben auch Europa, wurden auch in Europa verwendet und haben auch geholfen, Europa zu bauen. Und sollte man wirklich diese Prinzip von gegenseitiger Abhängigkeit erkennen. Ja. Es ist interessant, ich bin d'accord mit alles, was er sagt. Aber wir afrikanische Intellektuelle. Und man hatte den Vorwurf, dass er ein ewiggestrige, erzählt immer auf den Kolonialismus, das und jenes. Aber wir verkennen die Situation jetzt nach Unabhängigkeit. Afrika haben wir 53 afrikanische Länder, haben OAU unabhängig und agiert. Und ich lese euch vor, meine Zeit, als ich nach Europa kam
vor 30 Jahren, 35 Jahren, gab es keine schwarzafrikanischen Millionäre. Jetzt lese ich euch vor, eine Millionär aus Angola, zwei aus Botswana, drei aus Demokratischen Republik Kongo, vier aus Ägypten, fünf aus Kenia, sechs aus Marokko, sieben aus Namibia, acht aus Nigeria, neun aus Somali, obwohl wir keine Regierung haben, zehn aus Südafrika, elf aus Tansania, zwölf aus Uganda, 13 aus Sambia und. Diese Entwicklungen negiert ihr, und das habt ihr wahrscheinlich nicht erwähnt, heute Europa spielt keine Rolle in Afrika. China und die größten Investoren in Afrika sind die Chinesen, die zweiten größten Investoren sind die Türken und Araber. Europa spielt da keine Rolle. Davon habt ihr, deswegen sage ich, ihr seid ewig gestrichen. Also, ich muss sagen, angesichts dessen, wie tatsächlich die Realität für Afrikaner ist, finde ich eure recht gemütliche Stimmung irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Ich möchte mich bedanken bei meinem Kollegen aus von Gemeinsam Wien, dass ein vernünftiges Wort einmal zu Afrika gesprochen wird, was man üblicherweise nicht hört. Es wird viel propagiert in die eine oder andere Richtung auf subtile Art und Weise. Wir wissen letztendlich, es geht hier um Wiedergutmachung. Es ist sogar ganz wichtig, heute gerade von Wiedergutmachung zu sprechen, bei einer Veranstaltung von Crocodile Manifest, weil es ja genau um dieses Phänomen geht, dass man irgendwann, irgendwo, sage jetzt einmal, jemanden schlachtet und dann immer wieder zurückkehrt. Aber mit einer sehr heiteren Stimmung, also ein bisschen ähnlich vielleicht wie hier jetzt in der Runde. Ich weiß und ich erlebe tagtäglich, und ich betrachte mich vielleicht, bin vielleicht hier die angesprochene schöne afrikanische Frau, dass wenn ich Menschen mit ihrer rassistischen, auch vielleicht versteckt rassistischen, mit ihrem versteckt rassistischen Dominanzgehabe konfrontiere, dass ich eigentlich immer das erlebe, was für die schöne weiße Frau gemacht worden ist, offensichtlich. Und das, was es hier geht, das sind ganz einfach hier Gewaltphänomene. Wenn der Dr. Mbelu sagt, hier werden die Armen gegen die Armen ausgespielt, nämlich die südlichen Armen und die nördlichen Armen, würde ich sogar noch weitergehen. Ja, es gibt die Feinde, es gibt die Kaste und die Klassen der Gewalttäter, und so hat sich dieses Ungleichgewicht gestellt. Es ist nur, glaube ich, ein bisschen zu subtil das Thema. Wir haben in Amerika eine Kultur entwickelt und gesehen im Fernsehen die letzten Jahrzehnte, wo sich sogenannte Afroamerikaner gegenseitig beschimpfen, wo sich ihre Frauen gegenseitig beschimpfen, und das als einzige Überlebensstrategie, um nicht von den anderen wiederum beschimpft zu werden. Hierzulande machen das anscheinend die NGOs, um es noch vielleicht mal anzureißen. Man wird hier zum Beispiel, man sagt, wir helfen dir, weil du schwarz bist. Und man geht eigentlich also kongruent und d'accord mit der Überzeugung, dass da wirklich ein minderwertiger Mensch präsent ist.